Mahlzeit, willkommen bei Hugos Hobbys und einem weiteren Modell Unboxing. Diesmal habe ich für euch den BT4 von der Firma Zebrano im Maßstab 1 zu 72. Wieder mal ein ziemlicher Exot. Ja, die Geschichte zum Original ist ganz witzig, denn es gibt und gab niemals ein Original. So exotisch ist dieses Modell. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Paper Tank, so ein E50 oder sonst was, ne? Das ist nicht irgendwie so, dass dieser Panzer auch nur geplant war. Nein. Dieses Modell basiert auf einem April-Scherz zwischen russischen Militärhistorikern. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, da hatte ein Militärhistoriker ein bisschen Langeweile und Photoshop zur Hand und hat dann kurzerhand Fotos vom BT-2, also das ganze Fahrgestell, zusammen mit der frühen zweitürmigen Version des T26 kombiniert. Und seinem werten Militärhistoriker-Kollegen das Ganze als echt verkauft. Ja, und da das Ganze im Internet war und im Internet nichts stirbt, haben das auch eine Menge andere Leute für bare Münze genommen. Auch die Leute von Zebrano. Hier drauf findet sich sogar Hinweise zum Original, dass sie ab 19... Wann gebaut wurden? Ab 1932 und es gab 30 Stück davon, die gebaut worden sind. Nö, nein, es gab nicht einen. Sehr schön sind diesmal übrigens auch die Sicherheitshinweise. Wahrscheinlich sind die immer so bei Zebrano, aber die sind mir jetzt gerade zum ersten Mal aufgefallen. Caution, while glue or paint, keep it out of flame. Provide good ventilation. Ist soweit klar, ne? Dass man da gut lüften soll, wenn man das klebt oder bemalt. Aber während man es klebt oder bemalt, soll man das aus der Flamme halten. Also danach ist in Ordnung, danach kann ich das Modell irgendwie in den Kamin schmeißen. Ich weiß ja nicht. So, egal. Genug geblödelt. Es ist nun mal leider ein Panzer, der dazu einlädt. Aber ich finde das Teil ganz schnucklig eigentlich. Und er hätte so gebaut werden können, also warum nicht? Ist mal was anderes. Das Coverart ist für Zebrano typisch so ein bisschen verwaschen eher, eine Kombination aus Modellfoto und irgendeiner Landschaft. Ich glaube, da bricht ein Vulkan aus oder so. Ich bin nicht sicher, was das sein soll, was da im Hintergrund zu sehen ist. Ja, Text zum Original, das es nie gab. Und die Sicherheitshinweise hatten wir jetzt schon. Kleine Kinder mit so einer Powerlocke von 0 bis 3 Jahren dürfen damit nicht rumspielen. Ja, schauen wir mal rein in das Ganze. Diesmal ist das Ganze eine Zusammenarbeit mit der Firma UM, die nämlich auch beide Fahrzeuge auf dem Markt haben, nämlich den BT-2 und den T26 Modell 32 mit den Zwillingstürmen, wovon einer, wie hier übrigens zu sehen, mit einer 37 mm Kanone bewaffnet ist und der andere nur mit einem MG. Den T26 gab es in zwei Varianten, der mit dem Kanonenturm, der wurde meistens für die Zugführer eingesetzt oder Kompaniechefs oder wie auch immer. Und die meisten waren Modell 31 T26 mit zwei MG-Türmen. Ist jetzt aber nur am Rande. Hier haben wir halt die Türme vom T26 Modell 32. Rein, fangen wir mit der Anleitung an. An sich die Verpackung finde ich schon mal schön. Ist ja so eine Box, die man oben öffnet, ist immer super, um dann später noch seine Modelle daran aufzuheben oder sie für andere Zwecke zu benutzen. Und sie ist robuster. Lagerung und Transport. Und die Zipbeutel sind natürlich auch wieder verwendbar, das finde ich immer ganz schön. Ja, hier haben wir eine Anleitung. ja, hier haben wir ganz offensichtlich eine Anleitung. Erstmal die Gussrahmen. Die Gussrahmen mit den jeweiligen Teilenummern. Hier muss man sich wohl irgendwie ein bisschen was zurechtschnitzen, damit das dann auch passt mit dem Umbau entsprechend. Genau, damit man hier oben später diese Türme rein verpflanzt bekommt. Da muss ich mal genau gucken, wie ich das mache. Ansonsten fällt sich die Montage erstmal in einer verpixelt vergrößerten Variante. Sieht man da oben vielleicht so ein bisschen. Fällt sich die Montage erstmal genauso wie beim BT-2 auch eben von der Firma UM. Kettensegmente, wobei man hier bei der Montage aufpassen muss. Das Fahrzeug war so ausgeführt, dass jedes zweite Kettensegment so einen Zahn hatte und jedes andere zweite hatte keinen. Das ist typisch für die BT und auch die darauf basierende T34-Serie. Ein paar Fotoerzteile gibt es zu biegen, sehen wir hier schon in der Anleitung. Das ist immer ganz schön, auch gerade so für so dünne Teile wie Motorlüfter. Hier ist dann jetzt auch schon die Platte, die sie vom T26 geklaut haben.
Turmmontage, die irgendwie ziemlich kompliziert aussieht mit diesen ganzen Platten, die da aufeinander geklebt werden. Dafür, dass das nur ein kleines Türmchen ist. Dann werden wir noch draufgesetzt und fertig ist. Wir haben keine Bemalungshinweise und keine Decals in der Anleitung. Ich glaube, im Modell liegen auch keine Decals bei. Schade, dabei müssten doch die fotogeshoppten Vorbildbilder eigentlich auch irgendeine Form von Markierung haben. So. Ja, fangen wir mal mit den T26-Türmen an. Wir haben jetzt hier auch zwei MGs dabei. Und zweimal auch die Turmfront mit MG-Halterung. Das heißt, man könnte den theoretisch auch so bauen, dass er halt eben nur mit zwei MGs bewaffnet ist. Die Gussqualität ist sehr hoch. Das bin ich aber auch nicht anders gewohnt von UM. Man muss allerdings bei so Feinteilen wie den MGs ein bisschen aufpassen. Das Plastik ist nämlich relativ weich und trotzdem brüchig. Also nicht so gummiweich, sondern mehr so sprödeweich. Schwierige Konsistenz. Wer noch nichts von denen gebaut hat, kann jetzt mit der Beschreibung wahrscheinlich nicht viel anfangen, aber wenn man vorsichtig ist, geht das. Hier haben wir dann den größten Teil der Wanne. Hier ist sogar, wenn man einen Wrack darstellen will oder sowas, das wird später komplett hinter dieser Blende versteckt. Das sind die für das Christie-Laufwerk typischen Spiralfedern. Sehr feine Nietenwiedergabe hier in dem Bereich auch. Das sieht alles tadellos aus. Hier ist auf der Innenseite eine Sinkstelle, aber wen juckt denn das auf der Innenseite? Ja, also hier in diesem Gussrahmen alles fehlerfrei, flashfrei, keine Sinkstellen, soweit ich das sehe, bis auf diese hier an der Innenseite. Den Gussrahmen hier mit den Rädern haben wir zweifach. Mal kurz gucken, ob bei einem irgendwie direkt was ins Auge sticht. Ne. Auch die sehen soweit gut aus. Da haben wir unterschiedliche Laufräder. Mit Gummibereifung, denn der BT-Panzer, die ganze BT-Reihe, konnte ja auch ohne Kette auf den nackten Rädern fahren. Auf einer Straße und dabei extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen. Daher übrigens auch der Name BT. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es heißt, ist aus dem Russischen halt irgendwas. Und bedeutet halt so viel wie schneller Panzer. Ja, auch die Ketten schön sauber gegossen. Sehr glatte Ketten, auch recht typisch, vor allem für die frühen BT. Ich glaube, die späteren hatten etwas stärker strukturiertere, besser geländegängige Ketten. Das ist wirklich mehr so einer, um damit mal über die Straße zu fahren. So, zum Abschluss jetzt die Foto-Ads-Teile. Da steht auch nochmal UM drauf, wie bei den meisten anderen Gussrahmen auch. Also auch wenn Zebrano auf dem Karton steht, der Inhalt ist komplett von UM gefertigt und einfach nur von Zebrano anders zusammengepackt. Ja, die Ads-Teile sind bei UM recht dick meistens, lassen sich daher nicht ganz so leicht biegen, sind aber auch gut vorgefalzt, wie man hier sehen kann. Und da auch. Hier haben wir die Schlammfänger, das hier sind Lüfterabdeckungen, meine ich. Das ist für den großen Hauptlüfter, der sich unter diesem Gitter versteckt, so zwei Lamellen. Und dann haben wir hier noch Abschlepphaken und Ösen. Allzu viel gebogen werden muss da gar nicht. Und die Qualität ist auch völlig in Ordnung, da ist nichts zu beanstanden. Ja, das war es dann soweit zu diesem Unboxing. Ich gehe davon aus, dass sich das Modell problemlos zusammenbauen lässt. Die BT von UM kenne ich bereits, also BT5 habe ich zumindest schon gebaut. Das ging eigentlich absolut hervorragend. Was mir ein ganz kleines bisschen Sorge macht, ist halt das Einpassen von dieser Platte, wo man hier die Seitenwände ein bisschen noch zurechtschnitzen muss, damit das passt. Aber da mache ich mir eigentlich auch keine allzu großen Sorgen. Das werde ich schon irgendwie gebacken kriegen. Ich freue mich schon sehr auf den Bau. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen unterhalten. Als Kauf würde ich das nur bedingt empfehlen, denn man kann sich für fast dasselbe Geld eben entsprechend von UM den T26 mit dem Zwillingsturm kaufen und den BT2 und dann hat man exakt diesen Bausatz. Nur dass man eben dann den kompletten T26 Bausatz hat und da dann entsprechend als Umbau den BT2 Turm draufsetzen kann. Was vielleicht sogar gemacht wurde, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ansonsten, naja, den BT4 gab es ja auch nicht, also dann habt ihr zwei Fantasiepanzer. Vielen Dank fürs Zuschauen, passt auf euch auf, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!